Also in unserem aktuellen Forschungsprojekt, das wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und das heißt Mikroplatas. Also der Name ist Programm, das heißt, es geht um Mikroplastik in Stauhaltung und Talsperren. Wir möchten vor allem wissen, welche Rolle Talsperren und Stauhaltung bei der Verbreitung von Mikroplastik spielen. Der Bezug zur Nachhaltigkeit liegt ganz klar darin, dass man sich über das Schicksal von Materialien in der Umwelt Gedanken macht, dass man versucht, das auch im Detail zu erfassen und daraus vielleicht auch klarere Handlungsanweisungen ableiten kann, welche Stoffe man zukünftig vermeiden sollte. Und natürlich auch Transfer in den technischen Bereich, dass man nach neuen technischen Lösungen sucht. In Münster schauen wir uns zum einen die Verbreitung von Mikroplastik an. Dazu haben wir zum Beispiel so Sedimentfallen ausgehängt, die dann eben ja wirklich messen sollen, wie viel Mikroplastik denn jetzt oberhalb dieser Stauhaltung absedimentieren. Dann die Biotechnologen, die beschäftigen sich vor allem dann mit dem Biofilm, also welche Biofilme sich jetzt halt auf verschiedenen Plastiktypen ansiedeln. Und wir beschäftigen uns dann noch damit, welche Auswirkungen dieses Mikroplastik dann auf aquatische Wirbellose hat. Ja, wir befinden uns jetzt hier in den Rieselfeldern von Münster. Wir haben hier ganz viele Flächen, die unterschiedlich groß, unterschiedlich tief sind. Auch ein paar Feuchtwiesen, Streuobstwiesen, all sowas. Wir möchten jetzt hier ein paar Sedimentproben nehmen, um eben zum einen gucken zu können, welche Tiere hier vorkommen, aber eben auch, dass man die dann nachher im Labor nochmal analysieren kann, ob wir da Mikroplastik drin finden. Dafür spannen wir jetzt hier den Sedimentgreifer. Wir lassen den dann nachher runter ins Wasser. Jetzt sieht man, dass der schön gespannt ist. Der setzt dann nachher hier auf dem Sediment auf. Und dann können wir den halt nachher wieder ausleeren und haben unsere Probe im Kasten. Da haben wir jetzt unsere Schlammprobe. Ja, und das wird dann in Glasgefäße umgefüllt, sodass wir das dann mitnehmen können, um es im Labor dann zu untersuchen. Im Labor beschäftigen wir uns dann vor allem eben mit solchen Ingestionsversuchen. Also das heißt, dass die Tiere halt einfach erstmal Plastik vorgesetzt bekommen und wir gucken dann, was passiert. Also sprich, fressen die das und ist das dann halt wirklich schädlich für die Tiere? Also unsere ersten Ergebnisse konnten wirklich schön zeigen, dass wir eigentlich in allen Gewässern, in denen wir nach Mikroplastik geforscht haben, viel Mikroplastik gefunden haben. Dann haben wir noch zeigen können, dass es auch wirklich Auswirkungen auf Organismen gibt. Und zum Teil gab es dann auch Auswirkungen, zum Beispiel, dass sie das auch mitgenommen haben, wenn es zum Beispiel Zuckmückenlarven waren, dass sie dann eben auch als erwachsene Tiere dann noch Plastik in sich trugen. Ich denke, es wäre auch sehr spannend, vielleicht wenn Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vielleicht auf Ideen kommen würden, ihre eigene Firma zu gründen. Die WWU unterstützt ja jetzt auch sehr stark Gründungsaktivitäten. Das wäre natürlich etwas, was ich besonders erfreulich fände, wenn sich jetzt Biologinnen, Biologen, Landschaftsökologen zusammentun, um vielleicht so eine Start-up-Idee umzusetzen in dem Bereich.